Leute hier, die habe ich vom Arbeitsamt hier. Die standen heute Morgen um 7 Uhr schon an der Straße und da haben sie mitgenommen. Natürlich Papiere und so sind alle in Ordnung. Nächste Lied ist, ich singe alte Lieder von mir, aber auch neue, aber mehr neue, aber auch vielleicht alte Lieder, vielleicht eins oder keins, weiß ich nicht, 2, 3, 5, 32 alte Lieder, ein neues, das muss eigentlich reichen. Ja, nächste Nummer ist von Iron Maiden. Habe ich euch veräppelt, das stimmt gar nicht, von mir selbst. Komm, machen wir Texas! Ja, mein Pferd und meine Stiefel, ja, mein Hemd und meine Sporen, mein Gewehr, meine Weste und mein Hut, das alles steht mir gut. Ja, die Kakteen und der Sand, die Prärie mit ihren Büffeln, Indianer, Kojoten und der Wald. Hier werde ich alt. Ja, der Salon und die Bank, das Hotel mit Pferdestall, das Gefängnis und der Galgen mit dem Strick, das alles finde ich schick. Texas. Gut für Jazzfreunde. Texas. Nochmal. Texas. Hat euch ein bisschen verhaspelt, ne? Hab ich gemerkt. Erkannt? Damit die wissen, weil die nur noch in Englisch mit mir reden. Hey Mom, hey Pa, what the hell, fuck, out of my private sphere, motherfucker, und solche Sachen. Er versteht nichts, er ist Italiener. Hab ich auch schon gesagt, mein Gott. Was hat der für ein Geräusch hier hinter mir immer? Hallo. Ach, ist da noch eine Band? Nee. Ach, da ist wahrscheinlich die Klospülung irgendwie. Da ist so ein Pixie-Klo. So. Komm, wir fangen nochmal an. Gefiel mir nicht das Tempo, gefiel mir nicht. 1, 2, 3, 4. Fühlst du dich krank oder zu schlank oder aber zu dick? Dann gibt's nur einen, der Schuld daran hat. Fühlst du dich von der Gesellschaft nicht richtig akzeptiert? Dann gibt's nur einen, der Schuld daran hat. Du sitzt den ganzen Tag auf der Couch, guckst auf deine Füße, ab und zu gehst du zum Fenster, guckst aber demonstrativ nicht raus.
Du fühlst dich scheiße, siehst auch so aus. Die anderen wissen es, es will keiner mit dir zusammen gesehen werden. Es gibt nur einen, der daran die Schuld trägt, nämlich der Arzt. Elektrorollerwald. Zum ersten Mal die Augen aufgemacht und erstmal habe ich so verkehrt rum gesehen, also unten war oben und schwarz-weiß und auch seitenverkehrt, also oben unten, links rechts und auch schwarz-weiß war. Und langsam, so nach 12 Minuten, auf einmal kam so ein bisschen erst Sepia, dann gelb, grün, blau, rot und alle Farben. Und dann konnte ich farbig sehen und ich konnte auch schon den Hals so drehen und dann habe ich mich so ein bisschen aufgerichtet. Ich war Frühentwickler, muss ich dazu sagen. Ich war schon mit 6 Monaten verheiratet. Und mit 1,5 Jahren geschieden. Kurzehe. Wir haben uns mit einem Anwalt, wir hatten uns ja ganz gut verstanden. Sie war über 90. Ich war natürlich nicht verheiratet, es war meine Urgroßmutter von 1847, die noch lebte, als ich auf die Welt kam. Sie war 108 Jahre alt, als ich auf die Welt kam, muss man sich mal vorstellen. Und sie kam noch, weiß ganz genau, auf einmal höre ich so eine Fahrradklingel. Und sie fuhr dann mit dem Fahrrad am Kreissaal vorbei. Und ich drehte mich um und sah sie durch die Tür, wo gerade meine Mutter und die Hebamme, die wackelten gerade raus mit dem Tablett mit Kuchen, also so Streusel, ich kann mich genau daran erinnern, Streuselkuchen, gedeckten Apfelkuchen, die solche, Flasche Bier und Zigarette.
Und ich denke, mein Gott. Guckst du raus, die Ur-Ur-Ur-Großmutter klingelte, hallo, schon wieder eins und so. Und dann fuhr die weiter. Und ich, wie so umgeguckt, dachte, was für ein Quatsch. Ist ja gar nicht rund, so ein Kreissaal, ist ja viereckig. Was ist denn da an der Wand? Was ist? Ich wurde neugierig. An der Wand war irgendwie so ein Zettel oder ich wusste nicht genau, wie so ein Plakat, aber ein kleines Plakat. Sergei Gleitmann und sein Hengst Golddollar.